Dave und seine Frau streiten noch immer, als plötzlich eine alte Bekannte am Horizont auftaucht. Es ist die Theseus, nur aus Holz. Wie ist das möglich? Es stellt sich heraus, dass George schon immer ein eigenes Schiff haben wollte. Und darum hat er, schlau wie er ist, alle Holzteile der ursprünglichen Theseus aufbewahrt und sich dazu entschlossen, sie wieder zusammenzubauen. Das war richtig harte Arbeit und er brauchte dafür unglaublich viele Nägel. Aber jetzt, wo er fertig ist, sieht das Schiff doch richtig gut aus. Sobald Daves Frau das Holzschiff erblickt, hält sie es für Daves Schiff, die Theseus. Was bedeutet das nun? Beide Schiffe heißen Theseus, beide sehen gleich aus, nur dass das eine aus Holz ist und das andere aus Metall. Das wird jetzt alles etwas verwirrend. Oh je. Bedeutet das, dass es zwei Theseus-Schiffe gibt oder nur eines? Ich würde sagen, dass es immer noch nur ein Theseus-Schiff gibt, weil mit dem Schiff sind ja ganz viele Erlebnisse verbunden und dadurch ist immer noch das Metallschiff das richtige Theseus und für den anderen ist es jetzt ein neues Schiff. Also ich glaube, es gibt zwei Theseus, weil für den Dave ist es natürlich seins, weil er damit Erlebnisse erlebt hat und für den anderen ist es auch sein Schiff und sein Theseus, weil er damit Erlebnisse erlebt hat. Und es kommt quasi auf den Menschen drauf an, was der damit erlebt hat und so.